Again, we'll ask you simple questions, but this time we'll ask you about other people. However, let's be positive now and always answer with yes. So, if we ask, for example, Heißt sie Katrin? You'll answer? Ja, sie heißt Katrin. Always replace names with a pronoun in your answer. So, the question, Spielen Erich und Peter Schach? You'd answer with? Ja. Sie spielen Schach. Let's start. Heißt sie Katrin? Ja, sie heißt Katrin. Wohnt er in Frankfurt? Ja, er wohnt in Frankfurt. Spielen Peter und Erich Schach? Ja, sie spielen Schach. Singt ihr gern? Ja, wir singen gern. Arbeitet Jakob heute Ja, er arbeitet heute. Studieren die Studenten Deutsch? Ja, sie studieren Deutsch. Kocht er heute Abend? Ja, er kocht heute Abend. Geht sie ins Kino? Ja, sie geht ins Kino. Fliegen Marianne und Peter nach England? Ja, sie fliegen nach England.